Also dann mal los. Ach so, oh Gott, das ist ja voll schwer. Hä? Gut gemacht. Ist echt nicht so einfach, ne? Okay. Volltreffer! Gut gezielt! Es ist voll schwer mit der Maus irgendwie. Nicht einfach. Das ging daneben. Ja. Oh Mann, ich hab's nicht geschafft. Ja, weil ich auch nicht so ganz verstanden habe, wie das geht. Dann machen wir es nochmal. Ganz schön schwierig. Wir machen es nochmal. Ich werde nochmal ein bisschen üben. Mhm. Ich hab 10 Pfeile. Also dann mal los. Alter, die Maus, mit der Maus kommt man voll nicht klar. Ich hab gedrückt. Hallo? Ja, reagiere halt gar nicht. Der reagiert nicht, wenn ich drücke. Oh nein! Ja, ich hab gleich schon wieder verloren, also. Klasse! Wir werden ja immer schneller. Meister! Das Problem ist, hier sieht man ja auch wirklich nicht. Gut gezielt! Hallo, ich hab gedrückt. Hallo, ich hab gedrückt. Warum reagiert der nicht? Oh Mann, ich hab's nicht geschafft. Oh Mann, sei doch still. Mach gleich 2. Noch einmal mache ich 3, dann mache ich 2. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Ich werde noch mal ein bisschen üben. Ich hab 10 Pfeile. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer, weil es ist echt doof. Das ging daneben. Weil normalerweise ist es auch so, du musst ja dann bedenken, dass das Ding noch fliegen muss. Ich glaube, ich muss noch viel üben. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich muss noch viel üben. Hallo. Ich bin jetzt sauer. Jetzt nur noch gerade Dinger. Oh je, ziemlich weit daneben. Mann, ist das schwer. Hey. Ja, ich mache jetzt 2. Ich fühle mich gerade doof. Besonders geschickt stelle ich mich nicht gerade an. Nein, verstehe das auch noch nicht so ganz. Es gibt also 3 Stufen. Wie hoch man abschießen kann, aber es gibt irgendwie ja 4 oder 5 Stufen. Wenn du hier klickst. Richtig, weißt du? Komm. Also dann mal los. Ui, das ist ja was ganz anderes. Das da vorne soll hochgehen. Wieso denn nicht? Ich hab doch jetzt voll. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. So, da vorne das Ding. Oh nein! Wieso treffe ich das Scheißding denn nicht?
Jetzt habe ich gedrückt und er reagiert nicht. Der reagiert nicht, wenn ich da oben hinschießen will. Der reagiert jetzt gar nicht mehr, oder wie? Ich kann nicht mehr schießen. Ach, da kann ich hinschießen, oder was? Ja, guck mal, ganz ehrlich, gehen wir mal dem Fall nach. Der muss doch da hinten das Ding treffen. Um ein Haar. Ich verstehe das wirklich nicht. So, jetzt müsste das doch da hinten treffen. Oder nicht? Ich bin ganz oben. Ich bin genau auf der Linie. Jetzt macht das Ding da hinten hoch. Warum nicht? Warum? Ja, das ist ja viel zu weit. Das ging daneben. Warum? Warum? Ich glaub, das war wohl nichts. Ich mach jetzt eins. Ich verstehe das Ding wirklich nicht. Besonders geschickt stelle ich mich nicht gerade an. Ich werde noch mal ein bisschen üben. Ich habe 10 Pfeile in meinem Köcher. Also dann mal los. Ja! Klasse! Hä? Und wieso treffe ich jetzt? Treffer! Gibt es ja jetzt eine andere Fehlerquote, also dass der anders zielt? Na egal, ob wir haben es geschafft. Gezielt. Keine Super. Ahnung warum, das aber. War ein Kinderspiel. Falltreffer! Hey, was soll das denn? Wer war das? Hier, ich war das, Gorm. Die wollen noch schwimmen. Das war nicht besonders nett. Das gibt bestimmt eine dicke Beule. Tut mir leid, Gorm. Aber ich möchte meine Schwimmprüfung ablegen. Hast du Zeit? Naja, eigentlich müsste ich ja hier Wache schieben. Aber ja, ein kleines Stündchen schwimmen wäre auch nicht schlecht. Also gut, geh schon mal runter an den Strand. Ich komme sofort. Prima, bis gleich. Hallo Snorre, was machst du denn hier? Ach, ihr wart so langweilig, Vicky. Da dachte ich, ist eigentlich ich sehe euch beim Willi von Biene Maya? Hört zu, Vicky. Wir schwimmen bis zur Möweninsel und wieder zurück. Wer als erster wieder am Strand ist, hat gewonnen. Okay. Ach du liebe ich. Dann müssen wir uns ein Boot bauen oder sowas. Ist in Ordnung, Gorm. Warum gehst du denn jetzt, Vicky? Hä? Nein. Ich komme später wieder. Ich wollte nicht gehen. Keiner hier. Gorm ist am Strand. Dong, dong, dong. Auf geht's, an den Strand. Nun, Vicky, du kennst die Aufgabe. Wir schwimmen bis zur Möweninsel und wieder zurück. Wer als erster wieder am Strand ist, hat gewonnen. Hui, das ist aber weit. In Ordnung, Gorm. Okay. Uroba hat mir erzählt, wenn man Seegras draußen im Meer findet, dann muss Land in der Nähe sein. Ja, weil da die ganzen Menschen ins Wasser pieseln. Oder die ganzen eine Scheiße. Bevor wir den Alarmgong hatten, hat Gorm bei Gefahr auf so einer Muschel geblasen. Nee, es ist auch so, dass die ganze Scheiße ja am Land ins Wasser getragen wird, sonst irgendwas. Und dort natürlich bilden sich Pflanzen und alles. Sieht aus wie ein abgebrochener Schiffsmast. Vielleicht ist der hier angespült worden. Na ihr, wo ist denn eure Mutter? Müssen wir uns Katapult bauen? Da fehlt nicht mehr viel. Bauen. Dann fällt der Stein mitten auf den Strand. Da fehlt nicht so, mehr dachte, viel. Wir können das jetzt dann irgendwie fällt provozieren. Der Stein mitten auf den Strand. Mhm. Auf der Möweninsel gibt es jede Menge Höhlen. Okay. Und, Ich drück dir die Daumen, Vicky. Fertig? Dann los! Los, Vicky, worauf wartest du? Warte mal, Gorm. Ich möchte kurz überlegen. Überlegen?
Vicky schummelt immer voll. Tja, wenn ich wirklich versuche zu schwimmen, habe ich keine Chance zu gewinnen. Wir müssen uns einen Katapult bauen. Ich wusste es. Okay. Genau. Ja, so vielleicht. Was ist das denn? Das würde passen. Ja, so geht's vielleicht. Was ist das denn jetzt? Prima. Leider nicht ganz richtig. Nein, so geht's nicht. Das sieht gut aus. Nein, so funktioniert's nicht. Ich verstehe nicht genau, was das... Das passt! Ja! So, Vicky so ein Strichmännchen gemalt. Das Laden dauert aber immer, ne? So, jetzt genau zielen. Ich fliege. Ja, aber nicht schwimmen. Achtung, ich komme. Uff, geschafft. Tja, das war zwar nicht geschwommen, aber wegen der tollen Idee erkläre ich dich trotzdem zum Sieger. Dein Ernst? Du hast gewonnen, Vicky. Das war ganz große Klasse. Danke. Wenn du die anderen Prüfungen aufschaffst, kannst du morgen mitkommen, Vicky. Ja. Tschüss, ihr beiden. Das war schon geschummelt, ne? Mach's gut, Vicky. Viel Erfolg weiterhin. Wir warten am Hafen auf dich. Ob Gorm schon wieder schläft? Zurück ins Dorf. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Gegen Papa. Aber die Mutprobe. Faxe freut sich immer, wenn ich vorbeikomme. Hallo Vicky, bist du schon fertig mit deinen Prüfungen? Nein, leider nicht. Du schaffst das schon, Vicky, ganz bestimmt. Warum sind wir denn jetzt bei dem? Ich dachte, wir müssen irgendwie... Da ist Bier drin, Vicky. Ich glaub nicht, dass du das magst. Da ist Bier drin, Vicky. Ich glaub nicht, dass du das magst. Mensch, Faxe, du könntest wirklich meine neue Hose brauchen. Ach was, die paar Löcher. Die Hose tut's noch einwandfrei. Wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Holz hacke. Viel ist nicht mehr da. Ach, das ist so knuffig. Ach, es geht doch nichts über ein gemütliches kleines Päuschen. Ich geh dann mal. Tschüss, Faxe. Wiedersehen, Vicky. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Ich weiß. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Ist das da unten Aber runter? Die Mutprobe. Ich gehe zum Hafen. Ja. Von hier aus geht's los. Ob ich wohl mitfahren werde? Okay. Das heißt, wir mussten jetzt schon bei dem Faxen mussten wir... Mussten wir doch jetzt eine Zwei Prüfung Prüfungen machen. Habe ich schon bestanden. Wo war denn die Prüfung? Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Wettkampf? Aber die Mutprobe. Huhn. Na Huhn, warum bist du denn nicht im Stall bei den anderen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Faxe freut sich immer, wenn ich vorbeikomme. Hallo Vicky, bist du schon fertig mit deinen Prüfungen? Nein, leider nicht. Du schaffst das schon, Vicky, ganz bestimmt. Wir müssen jetzt zum Vater und dort... Beim nächsten Sturm ist das Ding hinüber. Ja, ich weiß.